Willkommen zum aktuellen IG Market Update. Der deutsche Aktienindex kann auch am Dienstag weiter zulegen und sondiert am Nachmittag Preisregionen im Bereich von 9.450 Punkten. Rückenwind kommt dabei sowohl von geldpolitischer als auch von konjunktureller Seite. Neben der nochmaligen Versicherung seitens EZB-Chef Mario Draghi, auch im Falle möglicher Turbulenzen mit frischer Liquidität innerhalb des Euroraums aushelfen zu wollen, honorieren Anleger auch den überraschend positiv ausgefallenen ZEW-Index mit weiteren Zukäufen. So kletterte der vom Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung ermittelte Konjunkturindikator im November um 15,1 Zähler auf 11,5 Punkte. Der zuvor erhobene Konsens bezüglich eines Anstiegs um lediglich 0,5 Punkte wurde damit um mehr als das 20-fache übertroffen. Die unerwartet optimistischen Konjunkturerwartungen hiesiger Finanzexperten können den DAX am Dienstagnachmittag noch einmal kräftig anschieben. Eine freundlich eröffnete Wall Street tut ihr Übriges dazu und fungiert damit als weitere Stütze. Zur Stunde notiert der DAX bei 9.443 Punkten rund 1,5% fester. Der Euro gewinnt derweil 0,6% auf 1,2525 US-Dollar. Gold glänzt ebenfalls heller und zeigt bei 1.194 US-Dollar ein Plus von momentan 0,7% je Feinunze.